Alle 60 Sekunden wird irgendwo auf der Welt ein Mensch durch Waffengewalt getötet. Das sind 500.000 Männer, Frauen und Kinder im Jahr. Deutschland ist als drittgrößter Rüstungsexporteur der Welt für viele dieser Toten mitverantwortlich. Jedes Jahr genehmigt die Bundesregierung Rüstungsexporte im Wert von durchschnittlich 6,9 Milliarden Euro. Diese Rüstungsgüter werden in über 130 Länder exportiert. Nach Pakistan und Indien, nach Griechenland und in die Türkei, nach Katar, Brasilien oder Chile. Deutsche Sturmgewehre in Mexiko, deutsche Fregatten in Algerien, deutsche Panzer in Saudi-Arabien. Es ist ein Märchen, dass Waffenexporte in Deutschland streng kontrolliert werden. Es ist völlig legal, Waffen in Kriegs- und Krisengebiete zu verkaufen. Es ist genauso legal, Waffen an Menschenrechtsverletzer zu verkaufen. Selbst in die ärmsten Länder der Welt, in denen Menschen verhungern müssen, verkauft Deutschland Waffen. Ganz legal. Und wenn diese Waffen erstmal exportiert sind, hat niemand mehr eine Kontrolle darüber. Gerade Sturmgewehre oder Maschinenpistolen werden weltweit von Krieg zu Krieg weitergereicht. Deutsche Waffen tauchen immer wieder dort auf, wo sie nie hätten sein dürfen. In den Waffenlagern Gaddafis in Libyen, auf den Schwarzmärkten in Pakistan und Afghanistan, im Sudan, in Georgien. Niemand kann kontrollieren, in welche Hände die Waffen am Ende geraten. Deutschland exportiert den Tod. Schluss damit! Wir brauchen ein klares und eindeutiges Verbot von Rüstungsexporten. Ohne Ausnahmen. Keine Panzer, keine Gewehre, keine Kampfflugzeuge. Denn während Sie diesen Film sahen, wurden schon wieder zwei Menschen getötet. Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Friedensfreundinnen, Friedensfreunde. Toll, dass ihr gekommen seid. Manche haben wir heute Morgen schon gesehen auf der Reichstagswiese bei einer tollen Aktion. Danke. Wo wir von Aktion Aufschrei stoppt den Waffenhandel protestiert haben, mit dem Schwerpunkt Grenzen auf für Flüchtlinge, Grenzen dicht für Waffenhandel. Das war einer der Schwerpunkte, das andere der Versuch dieser Verhinderung der Leopard 2-Exporte nach Saudi-Arabien, die ja auch heute noch ein Thema sein werden. Jürgen Grislin ist Pädagoge, Publizist und pazifistischer Friedensaktivist. Er gilt seit den 1990er Jahren als profiliertester deutscher Rüstungsgegner und veröffentlichte zahlreiche Sachbücher zur Rüstungsindustrie sowie zur Bundeswehr. Zuletzt eben das Schwarzbuch Waffenhandel, was dort vorne liegt und hier auch auf dem Tisch. Jetzt habe ich es gerade nicht in der Hand. Ach, da hinten, genau. Nochmal zum Hochhalten, damit Sie es erkennen. Genau. Er ist Sprecher der aktuellen Kampagne Aktion Aufschrei, Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft, Vereinigte Kriegsdienstgegnerin und anderer rüstungskritischer Organisationen. 2011 wurde Jürgen Grislin mit dem Aachener Friedenspreis ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Jürgen Grislin. Wir steigen ein mit der Thematik Saudi-Arabien. Ein Staat in einem Krisengebiet, ein Staat, in dem die Demokratiebewegung auf eigenem Territorium und im Nachbarland mit Waffengewalt unterdrückt wird. Ein Staat ohne geschriebene Verfassung und landesweite Wahlen. Ein Staat, der Facebook-Protestierer mit Folter bestraft, der die Rechte von Frauen massiv einschränkt. Ein Staat, in dem die Scharia gilt, wo vermeintlichen Dieben auf Plätzen öffentlich Hände abgehackt, Homosexuelle und Christen hingerichtet werden. Ein Staat, in dem eine Fatwa ausgerufen wird, wonach zukünftig nur muslimische Gotteshäuser bestehen dürfen. Ein aus westlicher Sicht barbarischer Staat, der Erinnerungen ans tiefste Mittelalter wachruft. Sprechen wir von einem Land auf der Achse des Bösen, dessen menschenverachtende Regierung im Krieg gegen den Terror gewaltsam zum Guten bekehrt werden soll? Nicht im Mindesten. Saudi-Arabien ist ein befreundetes Land. Das Königshaus in Riad gilt als vertrauter Verbündeter der Bundesregierung, als enger Wirtschaftspartner der Bundesrepublik Deutschland. Wie die Bundeskanzler vor ihr, hofiert auch die bekennende Christin Angela Merkel das repressive Herrscherhaus von König Abdullah als einen nahestehenden Freund. Waffenhandel als Beitrag zur Stabilisierung eines diktatorischen Regimes. Bei Zusammenkünften mit Wirtschaftsdelegationen werden Menschenrechte pro forma angesprochen und zugleich profitable Waffendeals eingefädelt. Zahlungskräftige Freunde belohnt man mit einer Lizenz zum Eigenbau von G36 Sturmgewehren,
der Lieferung von Kampfflugzeugen des Typs Eurofighter Typhoon und einer tausende Kilometer langen Grenzsicherungsanlage rund um das Land. Freunde unterstützt man auch zukünftig im Kampf gegen externe und interne Feinde, beispielsweise mit Leopard 2 Kampfpanzern, sowie gewünscht mit Radpanzern Boxer und Spürpanzern Dingo. Wir könnten anfügen, mit 100 Patrouillenbooten, die jetzt geliefert werden sollen, auch an Saudi-Arabien unter der neuen Regierung. So, schauen wir uns mal die Zahlen an. Deutschland liegt auf Platz 3 der Weltwaffenexporteure. In den letzten Jahren ist der Waffenhandel drastisch gestiegen. Die erste immense Steigerung nach der Kohl-Regierung hatten wir, erstmal eine Senkung, aber dann im Jahr 2002 bis 2005 eine Verfünffachung des Waffenhandels unter Rot-Grün. Das hat es nie zuvor gegeben und nie danach. Also dieses Versprechen, was uns die rot-grüne Regierung geliefert hat, wir werden den Waffenhandel stetig, konstant und wenn es geht auf Null senken, hat sich, sage ich, leider nicht bewahrheitet. Danach kam die Große Koalition, halten auf hohem Niveau. Und es kam die letzte Regierung, CDU, CSU, FDP. Und wir hatten den Rekordwert von 2,1 Milliarden Euro, nur der Waffenhandel. Da sind die Dual-Use-Güter nicht dabei. Wir schätzen, dass sie das Mehrfache des Waffenhandels ausmachen, also zivil wie militärisch einsetzbare Güter. Die letzten beiden Jahre waren geprägt von einer Senkung des Waffenhandels. Und wenn wir es uns jetzt ganz leicht machen, sagen wir, super, wir haben die Aktion Aufschrei, wir haben eine Kampagne von über 100 Organisationen, wir haben das bewegt. Ich glaube, das wäre zu einfach, wenn wir uns das so sehen würden. Es gibt nämlich eine zweite Statistik, die der Waffenexporte, die sich über mehrere Jahre hinwegziehen, Einzel- und Sammelausfuhren, da liegt der Wert bei sage und schreibe 8,8 Milliarden Euro. Das heißt, die Prognose ist eher düster. Wenn wir nichts dagegen tun, als außerparlamentarische Bewegung, ihr im Parlament, wenn wir nicht diesen Druck erzeugen können, dass Waffenhandel ernsthaft gesenkt wird, dann droht uns das Gegenteil, nämlich wieder eine Steigerung. Welche Länder beliefern wir ganz normal mit Kriegswaffen, ganz legal mit Kriegswaffen? Ägypten, Algerien, Indien, Indonesien, Irak, Israel, Kolumbien, Libyen, Marokko, Oman, Pakistan, Russland, Saudi-Arabien, Singapur, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Mexiko, viele andere. Ich habe ganz bewusst eingefärbt, rot eingefärbt, Saudi-Arabien, Menschenrechtslage sehr schlecht, Waffenexportgenehmigungen wert von 1,2 Milliarden Euro. Dieses Land, wo Fatwa und Scharia gelten, wo eigentlich eine absolut barbarische Regierung an der Macht ist, Menschenrechte aufs Schlimmste gebrochen werden, in das Hauptempfängerland deutscher Waffen. Welche Firmen, EADS, Rheinmetall, ThyssenKrupp, Diehl, Krauss, Maffei, Wegmann, sie haben ihre Rüstungsexporte in den letzten Jahren gesteigert, auch dank der Waffenexporte, vielleicht auch gerade dank der Waffenexporte aus Saudi-Arabien. Einer der absoluten Urheber für die Saudi-Arabien-Exporte sitzt in Düsseldorf, das ist die Firma Rheinmetall. Sie stellt die Glattrohrkanone her für den Leopard 2 Panzern. Und der Leopard 2 kommt von Krauss, Maffei, Wegmann aus München und aus Kassel. Und die stellen diesen Kampfpanzer her, der unter anderem geliefert wurde, aber auch in viele andere Länder nach Kanada eingesetzt im Afghanistan-Krieg. Was ist spannend daran? Dieses Kürzel hier. A7 Plus. A7 Plus ist eine Spezialversion, die seht ihr hier auf diesem Bild. Dieser Panzer kann nicht nur 360 Grad rundum schießen, er hat auch einen Räumschild. Und es ist genau diese Version, die die Bundesregierung liefern will nach Saudi-Arabien in einer Stückzahl von 270 Kampfpanzern. Man könnte in der Sprache von Heckler und Koch sprechen, optimal geeignet zur Liquidierung von Weichzielen. Gemeint sind Menschen, sprich die Demokratiebewegung, warum? Dieser Räumschild, da erinnern wir uns an den Tiananmenplatz in China, an die Massaker, das könnte jetzt wieder passieren, dann aber in Riad oder Medina oder Mekka oder wo auch immer, wenn es uns nicht gelingt, diesen Panzerexport nach Saudi-Arabien zu verhindern. Herr Eberhardt von Rheinmetall und hier noch der Herr Haun von Krauss, Maffei, Wegmann wären die Schuldigen dieses Rüstungsexports. Sie sind die Verantwortlichen dieser Firmen. In diesem Buch habe ich was Neues gemacht gegenüber den früheren Rüstungsexportbüchern. Ich habe nicht nur den Opfern eine Stimme gegeben, sondern in Täterprofilen auch den Tätern ein Gesicht. Sprich, ihr und sie finden Täterprofile zu Rüstungsmanagern, auch zu Politikern. Am Bodensee wird produziert, unter anderem bei diesen Firmen. Aber eine ist ganz spannend, nämlich Diehl Defence. Warum? Diehl ist der fünftgrößte Rüstungskonzern der Bundesrepublik Deutschland, stellt unter anderem Flugkörper her, die Lenkflugkörper,
die Bewaffnung darstellen des Eurofighters. Und der Eurofighter wird exportiert nach Saudi-Arabien. Deshalb habt ihr diese Aufschrift hier, Royal Saudi Air Force. Also wir, die Bundesrepublik Deutschland, haben dieses, sage ich es, Terrorregime, menschenverachtende Regime in Saudi-Arabien hochgerüstet mit einer Grenzsicherungsanlage rund um das Land, IADS. Jan war dort, der kann sicher aus der hautnahen Erzählung berichten, mit Kampfflugzeugen des Typs Eurofighter, mit Mercedes-Militärfahrzeugen, verantwortlich übrigens Klaus Günther von Deal Defense. Und das ist auch in Saudi-Arabien vorhanden. Militärfahrzeuge geliefert von Mercedes-Benz, Mercedes Military. Man glaubt es nicht, aber Mercedes Military liefert in die ganze Welt. Hier habe ich mal ein Beispiel, Unimox, 150.000 geliefert an 80 Armeen. Und da tauchen genau diese Staaten auf, wo die Kriege waren. Denken wir an den Syrienkrieg, denken wir an den Libyenkrieg, Kuwait-Irak-Krieg, Pakistan, Saudi-Arabien, und wir sind wieder bei Saudi-Arabien. Mercedes Military rüstet häufig verfeindete Konfliktparteien aus mit Militärfahrzeugen. In der System, der Logik des Systems macht es Sinn, weil man ja profitiert, indem man an beide Konfliktparteien liefert. Mit Moral und Ethik hat das aber gar nichts zu tun. Es gibt drei gute Gründe aus Sicht der Rüstungsindustrie, an diese Staaten, auch an Saudi-Arabien zu liefern. Erstens Profit, zweitens Profit und drittens Profit. Nichts mit Menschenrechte, nichts mit Humanität, nichts mit Frieden und Freiheit. Das ist leider gelogen. Dieses Ranking der Politiker, die Rüstungsexporte verantworten, wird geführt von Angela Merkel. Sie steht auf Platz 1. Warum? Hier ein Bild, wie sie Saudi-Arabien besucht. Im Gepäck mit dabei hat sie Rüstungsmanager, die direkt in Saudi-Arabien dann die Verträge abschließen, damit diese Kriegswaffen dann nach Saudi-Arabien geliefert werden können. Es ist kein Zufall, dass Saudi-Arabien Nummer 1 ist. Der Leo, rückwärts geschrieben, heißt Öl. Wir liefern ganz häufig an Rohstofflieferanten. Wir liefern ganz bewusst an Angola, weil in Angola Geld ist. Wir liefern Kriegswaffen nach Libyen, weil in Libyen Öl ist. Wir liefern auch nach Saudi-Arabien, nach Katar, in die Vereinigten Arabischen Emirate, weil da die Rohstoffe herkommen. Die neue Merkel-Doktrin wird ein Teil der Diskussion sein. Ich sage ausdrücklich, das schließt auch den Export von Waffen mit ein. Das heißt, in Zukunft werden wir weniger deutsche Soldaten, die Bundeswehr, weniger deutsche Soldaten in alle Welt schicken, sondern dafür Kriegswaffen. Das ist die Merkel-Doktrin. Das wird spannend sein, was die kommenden Jahre anbetrifft. Das will ich jetzt mal in die Diskussion verschieben. Für mich der tödlichste Export des 21. Jahrhunderts, des noch jungen 21. Jahrhunderts, ist die Lizenzvergabe für das G36-Sturmgewehr nach Saudi-Arabien. Dort wird dieses Gewehr produziert bei der Firma MIC. Das sind Bilder aus Saudi-Arabien von Heckler & Koch-Mitarbeitern, wie sie dieses G36 einführen. Und das ist das Foto der MIC. Das würde ich jetzt aber gern Herrn van Aken überlassen, der in Saudi-Arabien war, der weiß, wovon wir sprechen, der erlebt hat, was dort alles errichtet wird und gebaut wird in Saudi-Arabien und was produziert wird. Bitte. Ja, vielen Dank, Jürgen. Erstmal gebe ich das Lob zurück. Das ist wirklich unsere erste gemeinsame Veranstaltung, ne? Ja, und das freut mich sehr und das ehrt mich auch, dass wir hier zusammen sind. Außerdem möchte ich Ihnen gern Jan van Aken vorstellen. In den 1990er Jahren forschte er zu Risiken gentechnisch veränderter Pflanzen, war Campaigner bei Greenpeace und gründete die Forschungsstelle Biowaffen an der Uni Hamburg. Von 2004 bis 2006 war er Biowaffeninspekteur der Vereinten Nationen und seit 2009 ist Jan van Aken Mitglied des Deutschen Bundestags für die Fraktion Die Linke. Dort ist er stellvertretender Vorsitzender der Partei und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und dem Unterausschuss für Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung im Deutschen Bundestag. Auch dir ein herzliches Willkommen. Ich fange mal im Nachbarland an, VAE, Vereinigte Arabische Emirate. Das ist ja einer der Vorteile dieses Jobs, dass man dann auch mal reisen kann und sogar irgendwie eine VIP-Karte bekommt für eine der größten Waffenmessen der Welt, auf die IDEX in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da war ich vor einem Jahr. Da findet man all die Firmen, die du gerade gezeigt hast. Also es sah wirklich aus wie ein Ausstellerverzeichnis auf der IDEX, Rheinmetall, Diehl, Mercedes-Benz, wie sie alle heißen, und natürlich Heckler & Koch. Deine Lieblingsfirma hast du gar nicht erwähnt, die waren da auch ausgestellt. Das Spannende war, dass die hier auf dem Stand von Heckler & Koch in den Vereinigten Arabischen Emiraten das G36 ausgestellt haben. Das war aber zweimal ausgestellt.
Das gleiche Gewehr haben wir auch an dem Stand, auf der gleichen Messe gesehen. Und deswegen war ich eigentlich damals auch hingefahren auf die Messe. Das ist der Stand der Military Industries Corporation Saudi-Arabien. Ganz groß oben dieses Bild des G36-Sturmgewehrs. Das ist das moderne Sturmgewehr der Bundeswehr. Und da unten lagen sie dann auch in echt. Die konnte man dann auch in die Hand nehmen. Haben wir dann auch getan. Das hier ist das Logo der Military Industries Corporation. Das sind Sturmgewehre. Entwickelt in Deutschland, Standardgewehr der Bundeswehr, produziert in Saudi-Arabien. Genau das Bild hast du eben auch gezeigt. Die stellen dieses Sturmgewehr G36 auf einer Messe in den Vereinigten Arabischen Emiraten aus. Die bewerben das im Internet und wenn man hier genau hinguckt, steht da auch handlich verpackt in Holzkisten A9 Stück. Jetzt frage ich mich, warum tun sie das? Haben wir natürlich auch die Bundesregierung gefragt, denn die Bundesregierung hat die Lizenz genehmigt, das ist also erlaubt gewesen von Heckler & Koch, diese Fabrik in Saudi-Arabien aufzubauen. Die Bedingung dabei war allerdings, dass Saudi-Arabien diese Gewehre nicht weiterverkaufen darf, dass sie also nur in Saudi-Arabien verwendet werden. Ich frage mich jetzt, warum sind Sie auf einer Messe, auf einer der größten weltweiten Rüstungsmessen, warum verkaufen Sie das im Internet? Habe das natürlich vor 2 Jahren schon mal die Bundesregierung gefragt und die Antwort war wirklich wunderbar, so wie wir seit Jahren immer von der Bundesregierung kriegen. Eine Präsentation von Rüstungsgütern im Internet oder auf einer Messe stellt keinen zustimmungspflichtigen Export dar. Damit war die Angelegenheit für die Bundesregierung erledigt. Dass das da gerade angeboten wird, dass damit sozusagen schon der Vertragsbruch öffentlich dokumentiert und vorbereitet wird, interessiert sie nicht. Wir haben jetzt die neuen Bilder wieder hingeschickt und wieder mit denen danach gefragt. Das kommt von der Bundesregierung nur. Es gibt ja noch überhaupt keinen Beleg dafür, dass irgendein Verstoß gegen Exportgrundsätze oder gegen die Endverbleibserklärung vorliegt. Von daher kümmert sich die Bundesregierung nicht drum. So, was finde ich eigentlich so besonders schlimm an dieser Fabrik? Das zeigt sich auf diesem Bild. Anderer Kontinent, anderes Land, Sudan, Darfur. Das sind die berühmt-berüchtigten Janjaweed, die vergewaltigen, morden, plündernd irgendwie durch Darfur ziehen. Und wenn man genau hinsieht, haben die das Vorgängermodell der G36 hier genannt, das G3-Sturmgewehr. Und das ist nicht aus deutscher Produktion, das ist in Deutschland entwickelt worden. Aber Deutschland hat in den 60er Jahren Lizenzen für genau dieses G3-Gewehr auch an rundes Dutzend Länder vergeben. Das wird bis heute produziert in Ländern wie Pakistan, im Iran zum Beispiel. Ich glaube, das Gewehr, wenn man näher ranzoomt, sieht man, das ist im Iran produziert worden. Das muss man sich jetzt mal kurz auf der Zunge zergehen lassen. Deutsches Sturmgewehr wird von den Mullahs im Iran produziert und weltweit verkauft. Wie kann das sein? Die Erklärung ist ganz einfach. Mitte der 60er Jahre hat die damalige Bundesregierung an den guten Freund, den Schah von Persien, eine ganze Waffenfabrik verschenkt. Aus einem ganz simplen Grund, weil der Iran, nämlich der Schah von Persien damals, die Bundesrepublik Deutschland und nicht die DDR diplomatisch anerkannt hat. Und als Dankeschön gab es eine Waffenfabrik. Dann gab es 10 Jahre später eine Revolution im Iran. Heute gibt es da ein ganz anderes Regime, das ist nicht mehr ganz so befreundet mit der Bundesregierung. Produzieren tun sie das G3 bis heute. Es wird bis heute produziert, bis heute verkaufen diese Länder, auch Pakistan, in die gesamte Welt diese Sturmgewehre. Die halten dann auch mal locker 50 Jahre. Das heißt, wenn vor wenigen Jahren die Bundesregierung eine G36-Fabrik nach Saudi-Arabien genehmigt hat, dann wird die auch noch im Jahre 2060 produzieren. Und dann werden im Jahre, was weiß ich nicht, 2110 immer noch irgendwo auf der Welt Menschen mit dem G36-Sturmgewehr aus saudischer Produktion umgebracht werden, weil jetzt einmal so eine Lizenz erteilt worden ist. Ich finde, diese Vergabe von Lizenzen, das heißt den Export von ganzen Waffenfabriken, ist tatsächlich die Spitze des Eisberges und das größte Verbrechen. Deswegen sagen wir, das Erste, was passieren muss, und eigentlich will ich das in den nächsten 2-3 Jahren auch durchsetzen, auch gegen diese Bundesregierung, dass der Export von ganzen Waffenfabriken verboten gehört. Und das G36 und diese Fabrik in Saudi-Arabien ist dann nur das erste Beispiel für. Gut, Jürgen, du machst weiter. Wir sind jetzt bei den Kleinwaffen. Und jetzt soll es nämlich um genau diese sogenannten Kleinwaffen, die keine Handtaschen-Damenrevolver sind, sondern eben Gewehre und Panzerfäuste, die von 1 bis 2 Menschen bedient werden können. Das sind die größten Massenvernichtungswaffen unserer Zeit. Und Jürgen, du machst das dann weiter. Genau, Jan hat jetzt schon die schöne Übergangsmoderation gemacht. Ich würde trotzdem noch mal kurz einen Raum für Verständnisfragen an dieser Stelle öffnen. Wenn es jetzt Fragen gibt, die unklar sind, damit Sie sozusagen auch weiterhin mitkommen, da hinten eine kurze Verständnisfrage. Ja, eine Verständnisfrage zu den Lizenzen. Wie ist das? Man hört immer, Sie haben mehrmals jetzt angedeutet, dass ohne Lizenz möglicherweise, so habe ich das interpretieren wollen, es weniger möglich wäre, diese
Waffen zum Beispiel zu produzieren. Aber ich denke mal, wenn jemand die technische Kenntnis hat, also die detaillierte technische Kenntnis, auch ohne Lizenz, ist mir das doch im Grunde genommen scheißegal. Wenn ich es irgendwo produzieren kann, dann produziere ich es. Also nur eine reine Verständnisfrage, danke. Also bei Lizenzen muss man differenziert antworten. Erstmal, ganz überraschend ist es so, dass Lizenzvergaben nicht genehmigt werden müssen, sondern die Vergabe von Blaupausen und die Lieferung von Maschinen. Das hat uns auch in der Friedensbewegung sehr überrascht, dass es so ist. Das Zweite ist, keine Lizenz ist identisch mit der anderen Lizenz. Die wird immer einzelvertraglich vereinbart, bis hin zu dem, und das hat der Villinger-Prozess gegen Heckler und Koch gezeigt vor wenigen Wochen, es Auslaufzeiten gibt, Verfallszeiten. Und da haben die also wirklich vor Gericht gesagt, die Mexiko-Lizenzen sind inzwischen zum Teil auch verfallen, man kann frei liefern. Und das Dritte ist, es geht nicht nachzubauen ohne Lizenz, ohne Blaupausen, ohne Maschinen. Das sind Hightech-Waffen, hochpräzise, die töten auf 500 Meter Kopfschuss bei Heckler & Koch G36. Also es kann jetzt nicht irgendeine Firma kommen und sagen, naja, ich schaue mir das mal an, wie das ist und ich baue nach ohne Lizenz. Wir haben jetzt letzte Woche Strafanzeige gestellt in 3 Fällen. Ein Fall war, dass gegenüber Mexiko seitens Heckler & Koch eine Lizenz vergeben worden ist für das G36-Gewehr. Die wurde dann aber zurückgenommen. Aber die Mexikaner hatten die Blaupausen, haben offensichtlich auf der Basis dieser Blaupausen FX-05-Gewehre gebaut, und zwar 44.000 Stück. So, Grund zur Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft in Stuttgart. Und das wird uns jetzt wieder einige Jahre beschäftigen, was jetzt kommt. Auch eine kurze Nachfrage. Die Lizenzen, also Iran zum Beispiel, werden da jetzt noch Lizenzen an Heckler & Koch oder an die Bundesregierung gezahlt? Also kriegen wir aus dem Iran in den Bundeshaushalt Geld für die Gewehre? Nee, nicht mehr. Das ist tatsächlich so beim G3. Das war tatsächlich eine Entwicklung, die die Bundesregierung damals bezahlt hatte. Und deswegen gab es, ich glaube, das Gerücht ist, 5 Mark für jedes im Ausland produzierte G3-Sturmgewehr als Lizenzgebühr an den Staatssäckel in Deutschland. Mit Sicherheit zahlt der Iran momentan nichts dafür. Ich weiß nicht, damals war das sowieso ein Geschenk der Bundesrepublik Deutschland. Ich weiß nicht, ob der Iran oder der Schah von Persien überhaupt jemals eine Lizenzgebühr bezahlt hat. Das weiß ich nicht. Aber mit Sicherheit heute nicht mehr. Und für die anderen Fabriken weiß ich es nicht. Ich vermute mal, dass sowas wie eine Lizenz, wie ein Patent dann irgendwann noch ausgelaufen ist und die produzieren einfach munter weiter, weil die Anlage läuft. Vielleicht noch eine Ergänzung, die zeigt, wie die Lage ist politisch. Keine Bundesregierung, gleichwohl welcher parteipolitischen Couleur, hat jemals gefordert, dass eine Lizenz zurückgegeben wird. Also auch nicht im Fall des Iran, auch nicht im Fall von Saudi-Arabien, Pakistan, Türkei, Mexiko und all diese Staaten, die G3-Lizenzen erhalten haben. Das ist so ein Fall, wo man denkt, man merkt, man hat eine Diktatur Waffenlizenzen vergeben, die bauen Waffen nach, die führen Kriege, die exekutieren öffentlich Oppositionelle. Jetzt muss ich doch handeln, vor allem bei Regierungswechseln handeln. Es ist nie passiert. Es gibt eine unausgesprochene Koalition von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen in Regierungsverantwortung, nicht an der Basis. An der Basis sitzen ganz viele vernünftige Menschen, die sagen, das wollen wir nicht, auch in vielen Parteien. Aber in Regierungsverantwortung haben sie alle diese Lizenzen laufen lassen. Und ansonsten ist vollkommen richtig, Lizenzen laufen aus und sie werden einfach fortgeführt danach zum Wohle der eigenen Rüstungsindustrie und dann der Reexporte, Weiterexporte. Saudi-Arabien hat, wie das Bild ja auch beweist, in den Sudan geliefert und nach Somalia geliefert, in die Bürgerkriegsländer, ohne dass je ein Politiker in Deutschland, einer Regierungsfraktion, auf die Idee gekommen wäre, zu sagen, stopp, das geht nicht so, Bruch der Endverbleibserklärung, wir gehen juristisch gegen dieses Land vor. Das ist nicht passiert. Ich hoffe, dass eine kommende Bundesregierung, bei der jetzigen sehe ich es auch nicht, da mal anders handeln wird. Wenn es jetzt weiterführende Fragen sind, würde ich die eigentlich gern für die Diskussion aufheben, damit wir sozusagen einfach jetzt mit dem Thema weitermachen können. Wir haben nachher noch genug Raum für weitere Nachfragen. Du hast ja gesagt, wir haben schon gehört, die Lizenzen sind in vielen verschiedenen Ländern verbreitet. Auch unsere Exporte gehen, die Rüstungsexporte der Bundesregierung gehen in verschiedenste Länder. Du wirst uns jetzt in dem Beitrag nochmal deutlich machen, wie verbreitet diese Kleinwaffen sind und warum du diese Kleinwaffen für Massenvernichtungswaffen hältst. Ja, schauen wir uns mal die Verbreitung von sogenannten Kleinwaffen an. Der Begriff wirkt verharmlosend, man denkt kleine Waffen, kleine Wirkung. Das Gegenteil ist der Fall. Kleinwaffen sind Waffen, die ein oder zwei Menschen tragen können. Also es geht los bei der Pistole und den Revolvern, den Maschinenpistolen,
Schnellfeuergewehren oder Sturmgewehren, Scharfschützengewehren bis hin zu kleinen Mörsern. Es gibt 5 große Liefernationen, das sind die Russen und Chinesen mit der AK-47 und dann das Nachfolgemodell AK-74. Es ist Heckler & Koch in Deutschland, halbe Strecke zwischen Stuttgart und Bodensee gelegen, ein mittelständisches Unternehmen, das aber auf dem Weltwaffenmarkt weit verbreitet ist, durch die G3-Familie. Dann die Israelis mit der Uzi, die M16 mit die Cold Industry mit der M16 und FN Herstal in Belgien, also die FNFHL. Und wenn man die Verbreitung anschaut in der Summe, das sind alles geschätzte Zahlen, es gibt keine objektiven, berechenbaren Zahlen, dann ist die Kalaschnikow weit vorne mit geschätzten bis zu 120 Millionen Exemplaren. Und dann kommt schon auf Platz 2 Heckler & Koch mit geschätzten 15 bis 20 Millionen G3-Gewehren, die, der Jan hat es schon angedeutet, erstmal geliefert werden in Krisen- und Kriegsgebiete, aber da gar nicht bleiben. Die marodieren geradezu auf diesen afrikanischen Kriegsschauplätzen und wandern von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz, von Land zu Land. Das G3-Gewehr, wer bei der Bundeswehr war, kennt es, erkennt es aber vielleicht nicht in diesen Situationen. Kindersoldaten schießen mit G3. Viele Opfer in Somalia, ich habe da recherchiert, das ist ein Mensch, der sein rechtes Bein verloren hat, Abdirahman, durch einen Schuss ins rechte Knie. Wenn ihr dieses Bild anschaut, ist es heute stumpf, er hat Knochenfraß. Alle 1 bis 1,5 Jahre muss die Wunde wieder aufgemacht werden, muss so ein halber Zentimeter des Knochens abgesägt werden, dann wird wieder zugemacht. Ich finde, wir müssen uns auch ein paar Bilder von Opfern antun, wenn ich auch weiß, dass es unangenehm ist, jetzt darüber zu sprechen. Ein Mensch, Mohammed im Norden Somalias, der einen Kopfschuss erlitten hat, überlebt hat, aber debil ist, nie wieder einen Satz sagen kann, Opfer von G3. 15 Jahre türkischer Bürgerkrieg, türkische Armee gegen die PKK, man kann auch sagen gegen das Volk in Türkisch-Kurdistan. Das ist ein Bild, wo mir eine Frau gegeben hat, die ihren Mann verloren hat. Und ich habe ein Interview mit ihr geführt und gesagt, ich würde auch die Familienmitglieder gerne sprechen. Was denken Sie über diesen Mord? Wie denken Sie über die türkische Armee? Die Antwort war diese Bilder aus der Schuhschachtel. Erstmal türkische Armee, die mit G3 schießt, übrigens auch mit Maschinengewehren von Rheinmetall. Und die Antwort war, das ist meine Mutter, das ist mein Vater gewesen, das waren meine beiden Söhne. Erstmal grausam zugestellt, hingerichtet und exekutiert, dann mit G3-Gewehren. Das Bild ist fast vergleichbar dem, dem Jan gezeigt hat. Typisches Bild für Afrika. Die Massenvernichtungswaffe in Afrika ist die Kalaschnikow. Aber wir finden ganz viele G3-Gewehre in Somalia, im Sudan und in vielen anderen Ländern. Hier sind wir im Sudan. Es gibt in Somalia, da habe ich recherchiert, 4 Typen von G3-Gewehren. Saudi-Arabien als Lizenzgeber und Weiterexporteur, der Iran, Pakistan, ganz häufig POF, Pakistan Ordnance Factory und deutsche G3-Gewehre, die wirklich dann aus Oberndorf stammen. Folterszene, Grenzgebiet Pakistan, Afghanistan, hier foltern Taliban. Taliban, Al-Qaida ist ausgerüstet, wenn man so will, mit 3 verschiedenen Waffentypen, amerikanischen M16. Warum? Die Amerikaner haben die Taliban ausgebildet und ausgerüstet im Kampf gegen die Russen. Dann waren die Russen besiegt und die Taliban kämpfen gegen die Amerikaner mit ihren eigenen Waffen, also mit amerikanischen Waffen, mit russischen Kalaschnikow und in Deutschland entwickelten und in dem Fall in Pakistan produzierten G3-Gewehren. Das sind 3 G3-Gewehre in den Händen von Taliban. Wie kommt es? Wir wissen seit WikiLeaks, dass es ganz enge Kontakte gibt zwischen dem pakistanischen Geheimdienst und den Taliban. Blackwater, die größte Söldnerorganisation der Welt, töten im Irakkrieg. Ihr merkt, dass wir von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz wechseln. MP5 von Heckler & Koch. Diktatur in Ägypten, Mubarak-Regime, MP5, Heckler & Koch. Ermordung von Bin Laden mit dem MP7-Gewehr oder Maschinenpistole besser gesagt. Das ist ein Bild aus einem Buch eines Menschen, der Bin Laden exekutiert hat. Das Buch wurde verboten daraufhin. Warum? Es war ja schon völkerrechtswidrig, diese Intervention in Afghanistan, und Bin Laden war unbewaffnet. Es ist auch nach Völkerrecht verboten, unbewaffnete Menschen zu exekutieren. Das ist da passiert. Und das ist mal eine Übersicht, die könnt ihr euch gar nicht merken in der Kürze der Zeit, aber sie zeigt eines, das sind die Lizenzvergaben von Heckler & Koch. Da wurden überall die Gewehre hingeliefert, verschiedenste Waffentypen unterlegt, habe ich hier mal das G36-Gewehr. Warum? Wir befürchten im Moment, dass sich dieses ganze Szenario, was wir mit dem G3-Gewehr hatten,
mindestens nachweislich 15 Lizenzvergaben. 15 Millionen bis 20 Millionen Gewehre, die jetzt marodieren auf dem Weltwaffenmarkt und von Kriegsschauplatz zu Kriegsschauplatz wandern, mit dem G36 Sturmgewehr wiederholt. Offensichtlich wählt Heckler & Koch dabei nicht nur legale Wege, sondern illegale Wege, denn diese Waffen tauchen jetzt auch illegal in verschiedensten Kriegsschauplätzen auf. Das ist ein Bild vom Russland-Georgien-Krieg. Ein G36-Gewehr von Heckler & Koch in Oberndorf. Die Visieroptik zeigt uns Oberndorf. Eingesetzt seitens georgischer Streitkräfte nachher im Krieg gegen Russland. Das ist ein Bild von illegal gelieferten G36-Gewehren auch aus Oberndorf in mexikanische Unruheprovinzen. Chiapas, Guerrero, Jalisco und so weiter. Dort tauchen diese Gewehre auf. Von über 9.000 gelieferten Gewehre landeten 4.500 in den verbotenen Provinzen. Das war ein widerrechtlicher Export. Ich habe am 19. April des Jahres 2010 Strafanzeige gestellt gegen Heckler & Koch. Das ist ein neuer Weg, den wir wählen. Strafanzeigen stellen, sehr erfolgreich. Insofern, als A, die Firma am Pranger steht, B, es hoffentlich auch zu einem Verfahren kommt, dass Anklage erhoben wird und dann auch Geschäftsführer und nicht nur Bauernopfer auf der Bank sitzen, der Anklagebank. Das Außenwirtschaftsgesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz sagen Haftstrafen ab 2 Jahren aufwärts. Das wäre dann der erste große Erfolg, den wir feiern könnten, wenn einer oder mehrere der Geschäftsführer von Heckler & Koch dann auch inhaftiert werden. Urkunde der Beweis, dass illegal mit Mexiko gedealt wurde. Auch im Libyen-Krieg, beide Konfliktparteien, also die Rebellen wie auch das Regime Gaddafis, schossen aufeinander mit G36 Sturmgewehren, die illegal in Libyen aufgetaucht sind. Da haben wir seitens der Kampagne Aktion Aufschrei, Stopp den Waffenhandel, Strafanzeige gestellt. Auch dieses Ermittlungsverfahren läuft. Und das ist jetzt ein Beispiel für illegalen Waffenhandel. Heckler & Koch, der Produzent in Oberndorf am Neckar, G36-Gewehr in der Kurzversion, NATO-Kaliber 5,56 mm, hergestellt im Jahr 2003, AD, A steht für 2000, BCD 2003, beschossen vom Beschussamt Ulm, als in Deutschland hergestellte Waffen, die, und jetzt nicht nachvollziehbare Nummern enthalten, denn hier müsste die Seriennummer von Heckler & Koch stehen, dann könnten wir sagen, anhand des Kriegswaffenkontrollbuches, was bei jeder Firma sein muss, auch bei Heckler & Koch, dieses Gewehr wurde geliefert, beispielsweise über Ägypten nach Libyen oder über Frankreich nach Libyen. Das wissen wir aber nicht, weil diese Nummern wurden herausgefräst, sodass wir erstmal nicht rausbekommen, woher die Waffe wirklich stammt. Also aus Libyen oder in Libyen gelandet, aber kam sie oder über Ägypten, kam sie über Frankreich oder wo auch immer. Und noch ein Ausblick in die Zukunft, der ist eher düster. Das ist das XM25, ein Granatwerfer von Heckler & Koch und ATK, ATK Systems in den USA. Der Granatwerfer kommt von ATK. Die Gewehre kommen von ATK. Der Granatwerfer selbst, das ist dieser obere Teil, der kommt von Heckler & Koch. Moderne Waffe, satellitengestützt, die Informationen kommen in den Helm des Soldaten. Er tippt an. Die Granate wird verschossen, Sekundenbruchteil schlägt sie 1-2 Meter weiter ein, als das sogenannte Weichziel sitzt. Ich zitiere immer Weichziel, weil das die Werbesprache von Heckler & Koch ist. Sie sprechen nicht von Menschen, sie sprechen nicht von Opfern, sie sprechen von Weichzielen. Und diese Granaten haben Streumunitionswirkung. Das heißt, sie gehen in alle Richtungen. Sie können also hinter einer Mauer einschlagen und zerstören auch oder töten auch Menschen, die hinter einer Mauer unsichtbar sitzen oder im Gebäude. Sie gehen durch die Wände durch und durchschlagen die Nachbarräume. Da werden Menschen in Zukunft getötet. Diese Waffe wurde getestet. Waffen werden getestet. Die Israelis testen in Palästina Waffen, bevor sie sie selber produzieren und dann auf den Weltwaffenmarkt bringen. Die Amerikaner haben dieses Gewehr getestet im Afghanistan-Krieg, haben festgestellt, dass die durchschnittliche Schusswechseldauer von 12 auf 8 Minuten gesenkt werden konnte und dann sind alle feindlichen Kombattanten tot. Waffentests. Dieses Gewehr gilt als die Revolution auf dem Weltwaffenmarkt und wieder wird Heckler & Koch mit dabei sein, wenn eine neue Generation von Waffen dann auf den Waffenmarkt gebracht wird. Tötungszahlen von 100 Menschen sterben 2 durch Handgranaten, 5 durch Großwaffensysteme, 10 durch Landminen, 10 durch Artillerie und Mörser, 10 durch Faustfeuerwaffen und Pistolen. 10 bisher und jetzt 63. Schaut euch diese Zahl an. 63% der Kriegstoten sind Gewehrtoten. Mit anderen Worten, die Massenvernichtungswaffe Nummer 1 auf dem Globus ist das Gewehr. Die meisten Menschen werden getötet. Ich lese euch den Text aus dem Buch nicht vor, ich sage euch die Zahl. Ich bekomme kein juristisches Verfahren, ich bekomme keine Unterlassungserklärung, wenn ich sage, mehr als 2 Millionen Menschen wurden getötet durch Heckler & Koch-Waffen.
seit über 60 Jahren. Das macht pro Tag eine durchschnittliche Tötungszahl von 114 Menschen jeden Tag getötet. Dazu hunderte von verstümmelten Menschen, verkrüppelt, traumatisiert, fehlende Gliedmaßen und, und. Das ist diese Heckler-Koch-Uhr, die tickt seit über 60 Jahren. Während wir also in einem ruhigen, behüteten Raum, während wir in Deutschland sitzen und uns über alle möglichen Dinge unterhalten. Die Wirkung dieser Waffen, die wir aus Deutschland heraus exportieren, die genehmigt von den jeweiligen Bundesregierungen in den Krisen- und Kriegsgebieten landen, ist desaströs und führt dazu, dass das Bild von Deutschland, das wir haben, wir sind doch ein Land, das für Frieden und Freiheit eintritt, für Demokratie und Wahrung der Menschenrechte, nichts mit dem zu tun hat, was auf den Kriegsschauplätzen der Welt ist. Wenn Sie nach Südamerika gehen, dann finden Sie den Namen Heckler und Koch als weit verbreiteten Namen, typisches Symbol für die deutsche Industrie, nämlich ausgerüstet und geliefert an zahlreiche Armeen. Ich würde gerne enden mit dieser Folie. Wenn man sich mal anschaut, diese Waffenlieferungen in alle Welt im tödlichsten Bereich, nämlich dem der Kleinwaffen. Es passiert mir nicht oft, dass ich die Regierung Kohl lobe. Helmut Kohl, Kinkel, die Waffenexporte, Genehmigungsexporte für Kleinwaffen waren vergleichsweise gering, 15 Millionen. Dann kam Rot-Grün. Und es kam zu einer dramatischen Steigerung des Waffenhandels, gerade im Bereich der sogenannten Kleinwaffen. Weitere Rekorde dann unter der Großen Koalition, weitere Rekorde dann unter der letzten Regierung von Frau Merkel und Herrn Westerwelle bzw. Herr Rösler. Wir hatten einen ganz kleinen Lichtblick 2011, als der Waffenexport sank im Kleinwaffenbereich. Die aktuelle Zahl, der Jan hat es damals recht früh veröffentlicht, dankenswerterweise, von 2011 auf 2012 ist der Bereich der Kleinwaffenexporte explodiert, hat sich schlichtweg verdoppelt. Das heißt, die letzte Bundesregierung, die wir hatten, hat nicht auf Frieden und Freiheit geachtet, sondern darauf, dass die Regime der Welt mit besonders tödlichen Waffen ausgerüstet werden, G36 Gewehre und viele andere. Danke. Du hast uns jetzt sehr eindrucksvoll gezeigt, dass diese Waffen, deutsche Waffen, tatsächlich weltweit für unglaubliches Leid und Tod sorgen. In vergangenen Kriegen und möglicherweise zukünftigen Kriegen. Und Jan, du warst jetzt gerade in Syrien und hast da gesehen, wie in gegenwärtigen Kriegen auch deutsche Raketen Schaden anrichten. Vielleicht berichtest du uns kurz darüber. Die ausführliche Veranstaltung findet ihr, wie gesagt, im Netz. Und anschließend werden wir, also davon geht es ja auch, liegt sehr nahe, dass wir dann uns darüber austauschen, welche Rolle Waffen auch für Menschen oder welche Rolle Waffen spielen in Bezug auf die Flüchtlingsströme, die sich aus solchen Kriegen ergeben. Ja, ich war in Syrien vor 4 Wochen, also Anfang Januar, aus verschiedenen Gründen. Machen wir gleich das nächste Bild da. So, genau. Verschiedenen Gründen und ein Grund war natürlich, wir wollten gucken, was gibt es dort an deutschen Waffen. Wir gucken jetzt immer schon im Internet alle möglichen Al Jazeera-Videos durch und so weiter. Das G3 sehen wir hier und da. Und es gab immer schon Gerüchte, dass es auch andere deutsche Waffen gibt. Dann haben wir uns dort mit den kurdischen Milizen getroffen im Norden Syriens, die dort ständig angegriffen werden von Al-Qaida-nahen Gruppen, Al-Nusra und so weiter, die halt ständig mit dem Gefecht sind. Und dann haben wir gefragt, was habt ihr denn da bis jetzt für Waffen erobert? Und da waren sie natürlich erstmal ein bisschen zurückhaltend, weil es ja völlig klar, wenn sie da irgendein Gewehr erobern, dann benutzen sie das gleich weiter. Dann haben wir weiter nachgehakt und irgendwann stellt sich raus, ja, sie haben bei ihren letzten Gefechten gegen Al-Nusra, als die Al-Nusras, also diese Al-Qaidas, denn geflohen sind, haben sie tatsächlich auch deutsche Raketen gefunden, diese Milan-Raketen. Und das haben sie uns dann tatsächlich angebracht. Das, was man da sieht, was ich da in der Hand habe, das ist quasi die Patronenhülse. Das ist also eine Panzerfaust, diese Milan-Rakete, die wird abgefeuert, jetzt in diesen Kämpfen dort eben nicht auf Panzer, die gibt es da kaum, sondern in erster Linie im Häuserkampf eben durchschlägt es die Wände und ist deswegen eine fürchterliche Waffe. Und bei der Flucht haben die Al-Nusras halt diese Patronenhülse da liegen gelassen, was für mich wirklich ein Durchbruch war, denn wir hatten bis jetzt immer das Problem, wir haben teilweise in Konflikten solche Waffen gefunden, genau dieses G36 in Libyen zum Beispiel, haben wir Detailfotos gehabt, aber leider nur mit gefälschter Seriennummer. Jetzt haben wir hier tatsächlich die originale Seriennummer drauf. Das ist das erste Mal, dass wir das sehen. Das ist also eine Rakete aus deutsch-französischer Produktion. Aus den Jahreszahlen, die da draufstehen, vermuten wir, dass es eine Lieferung ist, die vor 35 Jahren aus Frankreich an damals Assad-Vater gegangen ist. Also eine offizielle, genehmigte Lieferung von diesen Panzerfäusten an Assad-Vater, an die syrische Armee. 35 Jahre später kämpft jetzt Al-Qaida im Bürgerkrieg in Syrien damit. Das nochmal zur Langlebigkeit der Waffen.
Insofern, also jede Waffe, die heute verkauft wird, die wird uns wahrscheinlich schon lange nach unserem Tode auch noch wieder begegnen. Wie auch immer das gegenseitig. Gut, wir haben jetzt die Seriennummer, das ist das Erste, was wir gemacht haben, haben die Bundesregierung gefragt, wohin bitte sehr ist diese Rakete ursprünglich genau geliefert worden? Antwort, das wissen wir nicht, die ist nicht aus Deutschland geliefert worden, wahrscheinlich aus Frankreich, wir wissen nicht, wohin Frankreich die geliefert hat. Punkt. Das ist die Reaktion, die wir bei allen diesen illegalen Exporten oder Weitergaben immer wieder haben. Zum Beispiel auch bei dieser G36 in Tripolis. Wir haben ja am Ende die Bundesregierung sogar dazu gekriegt, dass die Staatsanwaltschaft Stuttgart sich selbst so ein G36 aus Tripolis besorgt hat, um es forensisch zu untersuchen. Und da sage ich immer nur, in jedem Tatort kriege ich mit, dass man irgendwie eine rausgefeilte Nummer aus dem gestohlenen Auto immer wieder sichtbar machen kann, aber die rausgefeilte Nummer hier kriegen sie nicht sichtbar gemacht. Sie wollen es einfach nicht. Auch aus Georgien besorgen sie nicht die Seriennummer der illegal dort befindlichen G36 und auch hier geben sie keine Auskunft. Und dahinter steckt für mich ein ganz, ganz einfaches Prinzip. Die Bundesregierung hat doch ursprünglich nur Waffen an Freunde geliefert. Und sie wollen einfach keinen Freund dabei erwischen, wie er illegal die Waffen weitergegeben hat. Oder vielleicht gar nicht illegal, sondern wie er irgendjemand geliefert hat, wo es nicht mehr ganz so sauber ist. Und deswegen werden sie uns versuchen, in jeder Form auszubremsen, dahinter zu kommen. Wir haben jetzt weiter nachgefragt. Wir werden auch tatsächlich mit dieser Geschichte und mit einigen anderen Informationen, die sie uns vorenthalten, werden wir bis vor das Bundesverfassungsgericht gehen. Das geht nicht an, dass die uns mittlerweile überhaupt gar keine Informationen mehr geben über Waffenexporte. Selbst Informationen, die ich vor einem halben Jahr noch von einem Rösler, FDP, bekommen habe, kriege ich von einem Steinmeier, der jetzt Wirtschaftsminister ist, von einem Gabriel nicht mehr. Also die blocken im Moment völlig, was Informationen angeht, und das lassen wir uns nicht weiter gefallen, denn das war natürlich für uns immer eine wichtige Funktion, dass wir relativ frühzeitig solche Sachen ausgraben konnten durch Nachfragen. Im Moment bremsen sie uns aus. Und bei dieser Sache, mit dieser Seriennummer, da will ich genau wissen, woher die eigentlich genau kommt, wann sie wohin geliefert worden ist. Und das gilt noch viel mehr für diese Milan-Rakete. Die haben wir jetzt nicht selbst gefunden, die haben wir auf einem Video entdeckt. Ein Video von einem Schiff, das von Libyen nach Syrien gefahren ist, voller Waffen für die Rebellen in Syrien. Und auch da sehen wir sogar deutsche Beschriftung, Bodenziel steht da drauf. Und also das ist offensichtlich aus deutscher Produktion. Sollte aus Libyen an die syrischen Rebellen geliefert werden, da haben wir auch die Seriennummer, auch da haben wir nachgefragt, auch da verweigert uns die Bundesregierung im Moment die Auskunft. Ich bin mir sicher, irgendwann, und wenn es 2 Jahre dauert, werden wir dahinter kommen, denn wir müssen sie irgendwann mal dabei erwischen, wie ist eigentlich der Fluss, wann wird aus einem legalen ein illegaler Waffenhandel. Ich will noch ein Wort kurz dazu sagen, warum die Regierung eigentlich so blockt, mal davon abgesehen, dass es Freunde sind. Dazu muss man sich die Frage stellen, warum werden solche Exporte überhaupt genehmigt? Der eine Grund, der ist bei uns Linken natürlich immer sofort klar, Rüstungslobby, Rüstungsindustrie, Geld, ökonomische Faktoren. Das ist völlig richtig, aber ich glaube, das ist nur die eine Hälfte der Wahrheit. Ich glaube, die andere Hälfte der Wahrheit, der zweite Grund für solche Waffenexporte ist, Waffenexporte als Mittel der Außenpolitik. Da wird an Staaten, an Länder, an Diktaturen, an Könige, an wen auch immer geliefert, um die guten Beziehungen zu diesem Land aufrechtzuerhalten. Also ganz klassisch zum Beispiel, 600 Sturmgewehre G36 wurden vor 10 Jahren von der Bundesregierung an Mubarak in Ägypten geliefert. Das sind Gewehre, mit denen kann man intern auch unterdrücken. Man wusste damals, dass es ein Diktator ist. Und da hat sich sogar irgendwann mal nach der Revolution da in Ägypten hat sich ein CDUler aufgeregt im Ausschuss und hat gesagt im Bundestag, wie konntet ihr denn nun ausgerechnet das Sturmgewehr an Mubarak liefern? Ihr wusstet doch, was das für Leute sind. Lapidare Antwort, wir brauchten die im Kampf gegen den Terror. Die wollten das G36 haben, haben sie gekriegt. Also Waffenexporte als Mittel der Außenpolitik, um zu Staaten wie Saudi-Arabien, die Öl haben, Libyen, die Öl haben oder Mubarak, der andere Funktion erfüllt, um eben die guten Verhältnisse zu pflegen mit Waffenlieferungen. Das ist nicht nur das Geld, was dahinter steht. Und genau dieser Aspekt führt natürlich dazu, dass keine Bundesregierung jetzt irgendwelche Verstöße aufdecken will. Sie wollen ja gar nicht wissen, dass Saudi-Arabien illegal weitergeliefert hat, weil das sind ja die guten Freunde. Wir wollen ja die Freundschaft pflegen mit den Waffenexporten und genauso wollen sie eben auch die anderen illegalen Weitergaben. Georgien kommt wahrscheinlich über die USA. Natürlich wollen sie in Washington nicht vorstellig werden und sagen, ey, ihr habt dagegen unsere Endverbleibserklärung verstoßen und so weiter. Und das, da sehe ich eigentlich unsere Aufgabe auch in den nächsten Jahren, immer wieder dahin gehen, wo es wehtut, Seriennummern rauskriegen von illegalen Weitergaben und sie dazu zu zwingen, offen zu legen, woher es kommt. Das könnte möglicherweise auch dazu beitragen,
dass wir zu einem kleinen Waffenexportverbot kommen. Das ist nämlich aus meiner Sicht das Zweite, was wir brauchen. Ich habe es vorhin gesagt, keine Lizenzen oder keine Waffenfabriken mehr exportieren und keine Kleinwaffen mehr exportieren. Jürgen hat das ganz eindrucksvoll gezeigt, warum. Ich finde, das sind die beiden Punkte, wenn man das schafft, durchzusetzen. Und ich halte das für durchsetzbar, weil da die Arbeitsplatzfrage relativ belanglos ist. Es geht insgesamt um relativ vergleichsweise wenig Geld, aber ziemlich viel Tod. Und deswegen halte ich es, wenn wir unsere Arbeit so gut weitermachen wie in den letzten Jahren, eigentlich für möglich, in den nächsten Jahren durchzusetzen. Kleinwaffenexportverbot, Waffenfabrikexportverbot und dann machen wir große Party. Damit hast du jetzt schon viele von den Forderungen der Linken zum Ausdruck gebracht. Ich würde trotzdem gerne noch mal so ein bisschen zurückgehen. Du hast das Beispiel Syrien gebracht und da sind wir ganz nah dran an diesem Thema, was für dich, Jürgen, irgendwie gerade in letzter Zeit besonders interessant war. Hast du mir im Vorgespräch gesagt, dass eben Rüstungsexporte Menschen auch zur Flucht zwingen. Ich würde dich bitten, dazu einfach noch mal ein paar Sätze zu sagen und eventuell auch Perspektiven einer erfolgreichen Friedenspolitik aufzuzeichnen. Du hast gesagt, du hast dir darüber Gedanken gemacht, das interessiert uns natürlich alle sehr. Und das kannst du dann vielleicht im Anschluss auch nochmal gern kommentieren. Oh ja, auch wenn ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehe, aber diesen Menschen möchte ich euch doch noch schnell vorstellen. In der Mitte sitzt Volker Kauder, CDU-CSU-Fraktionsvorsitzender, bei einem Gespräch mit Andreas Heeschen, der Mensch, der behauptet, es gäbe kein Foto von ihm. Hier steht er rechts. Das ist der im Ranking der Täter in der Rüstungsindustrie auf Nummer Platz 1 stehende, weil er der Hauptgesellschafter von Heckler & Koch ist. Der Wahlkreisabgeordnete ist Volker Kauder. Und in diesem Gespräch bezeichnet Andreas Heeschen Volker Kauder als einen Lobbyisten und dankt ihm ausdrücklich für die Unterstützung der Rüstungsexportgeschäfte von Heckler & Koch. Da kommen wir nachher dazu bei der Politik. So, jetzt kommen wir zu dem, was uns bei der Aufschreikampagne in den nächsten 4 Jahren intensiv beschäftigen wird. Die Frage, gibt es einen Zusammenhang, und wenn ja, wie sieht er aus, zwischen der Flucht von Menschen, dass Menschen ihr Heimatland verlassen müssen, und den Waffenexporten, dass wir Kriegswaffen in diese Länder liefern. Dieser Bericht, das sind nur die Anfangszeilen, ist von Pro Asyl. Das Foto ist scharf, aber man kann ein bisschen was erkennen, nämlich Menschen, die auf einem Boot sind, die an der griechisch-türkischen Grenze sind. Und das einzige Nadelöhr, was wir in Europa im Moment noch haben, wo Menschen wirklich auch auf den Landweg Europa erreichen können, ist die Grenze zwischen der Türkei und Griechenland. Die soll jetzt auch mit einem Grenzsicherungszaun festgemacht werden, dicht gemacht werden. Dann ist Europa schon mal weitgehend abgeschottet auf dem Landweg. Auf dem Seeweg ist es noch nicht ganz. Dennoch sind diese Bilder, die ich euch jetzt zeige, sie sind euch ja allen bekannt. Das ist Lampedusa. 367 Menschen, die im Oktober letzten Jahres gestorben sind in einer einzigen Nacht. Das Problem ist, dass wir bekommen das nicht mit, wie es weitergeht. Was wir damals mitbekommen haben, in unser Wohnzimmer hinein war die Meldung, ganz schlimm, da ist was passiert. Ein paar hundert Meter vor Lampedusa sind Flüchtlinge ertrunken in einem Boot in hoher Zahl. Das Thema ist jetzt wieder vergessen, in den Hintergrund gedrängt worden. Es gibt andere Themen. Passiert ist de facto nichts, was den Flüchtlingen hilft. Ganz im Gegenteil, man kann es härter ausdrücken. Tag für Tag und genau genommen Nacht für Nacht sterben Flüchtlinge im Mittelmeer aus verschiedensten Gründen. Sie ertrinken. Es soll Berichte geben, nachdem spanische Boote die Flüchtlingsboote abdrängen und zum Kentern bringen, zumindest zur Umkehr bringen. Das sind alles Fakten, nur man spricht nicht gerne darüber. Es ist ausgesprochen unangenehm, darüber zu sprechen. Die Zahlen, das könnt ihr jetzt nicht gut erkennen. Asylanträge sind in den letzten Jahren tatsächlich gestiegen. Aber woher kommen diese Menschen? Ich überspringe mal das hier, aber das wäre das spannende Bild für euch. Woher kommen diese Menschen? Sie kommen aus Serbien, denkt früher an den ehemaligen Jugoslawienkrieg. Sie kommen jetzt aus Syrien, also Menschen, die vor diesem Bürgerkrieg fliehen. Afghanistan, also Menschen, die vor dem Afghanistan-Krieg geflohen sind. Kosovo und so weiter und so fort. Wenn wir diese Statistik genommen hätten in den 90er Jahren, hätten wir festgestellt, ganz viele Kurdinnen und Kurden waren dabei. Warum? Sie sind geflohen vor der Waffengewalt der türkischen Armee. Bürgerkrieg von 1984 bis 1999. Wer hat die Waffen geliefert in diesen Bürgerkrieg hinein? Es waren die Amerikaner und die Deutschen.
Wir wussten, dass ein unglaublich martialischer Bürgerkrieg im Südosten der Türkei ausgetragen wird. Wir wussten, dass 35.000 Kurdinnen und Kurden getötet wurden. Ich habe mit Soldaten gesprochen in Türkisch-Kurdistan, die haben mir Folgendes gesagt. Zwischen 80% und 90% der Kurdinnen sind getötet worden mit G3-Gewehren. Wir haben geschossen, wir haben sie getötet. Übrigens, da war auch eine Erfahrung. Die türkischen Soldaten waren auch traumatisiert. Nicht nur die Opfer waren traumatisiert, auch die Täter waren traumatisiert. Und was wir daraus lernen ist, wenn man Waffen in ein Land liefert, wie die Türkei oder Afghanistan oder Irak oder Saudi-Arabien und Libyen, dann müssen wir uns nachher nicht wundern, wenn die Menschen fliehen aus diesen Ländern. Die wenigsten von ihnen erreichen Europa, die allerwenigsten Deutschland, aber sie kommen an bei uns. Und es gibt ganz interessante Rückmeldungen aus Oberndorf. Da gibt es einen Arzt der IPPNW, Hans Ludwig Iskenius, der seit Jahr und Tag Flüchtlinge betreut hat aus der Türkei, aus Türkisch-Kurdistan. Und es war den Flüchtlingen nicht bewusst, dass sie ganz in der Nähe von Koch landen, dem Ort, an dem die Waffen produziert wurden, von dem sie fliehen. Von daher heißt einer unserer Schwerpunkte, der zentrale Schwerpunkt in den kommenden 4 Jahren, Grenzen auf für Flüchtlinge. Lasst uns nicht bitte diese erbärmliche Flüchtlingspolitik fortsetzen oder gar mittragen, die diese Bundesregierung macht, die sagt, wir nehmen 5.000 Menschen aus Syrien aus. Wenn wir wissen, dass Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Menschen aus Syrien fliehen, dass sie vornehmlich in die Nachbarländer fliehen. Sie erreichen Deutschland ja gar nicht. Aber Deutschland da noch hingibt, als Bundesregierung sagt, wir sind stolz auf dieses Land, wir nehmen 5.000 Flüchtlinge auf. Ich sage, das ist gottserbärmlich. Das ist wirklich geradezu abgrundtief peinlich. Schlimmer noch, in vielen Ländern und Syrien, wir haben es ja noch nicht erzählt, das ist ja eigentlich dein Fachgebiet, Jan, in Syrien sind wir ja nicht unbeteiligt an dem, was passiert ist. Wir haben eine langjährige Tradition von, ich sage jetzt nicht Giftgaslieferungen, sondern von Chemiewaffen, von Chemiesubstanzlieferungen. Da ist das Beispiel Rabta, Libyen. Da haben wir Chemiesubstanzen geliefert. Hippenstiel, Imhausen in Lahr. Rabta wurde aufgebaut an die Giftgasfabrik in Libyen. Dann gab es den Fall Halabscha, Saddam Hussein, 4.000 getötete Kurdinnen und Kurden, deutsches Giftgas. Und jetzt gab es, ich sage jetzt ganz bewusst deine Recherchen und erzähl es bitte nachher noch genauer, Lieferung seit Rot-Grün von Chemiesubstanzen an das Regime in Syrien, das Ergebnis. Die Frau Merkel hat ja mal gesagt, man kann auch damit Zahnpasta produzieren. Stimmt, man kann mit diesen chemischen Substanzen Zahnpasta produzieren. Es ist aber auch nicht überraschend, wenn das Regime Assad dann Giftgas produziert und dieses Giftgas eingesetzt wird. Wobei hier noch eine Randbemerkung, es ist nicht sicher, dass das Regime Assad das Giftgas eingesetzt hat. Es könnten auch Rebellen gewesen sein, da müssen wir sehr vorsichtig sein. Was ich aber sagen will, es gibt einen ganz klaren Zusammenhang. Wir produzieren Flüchtlinge, wir liefern Waffen, wir bekommen Flüchtlinge, die in unser Land kommen. Erstmal haben wir die verdammte Pflicht, diesen Flüchtlingen eine Heimat zu geben, einen Schutz zu geben, einen Rückhalt zu geben, sie dankend aufzunehmen oder hilfreich aufzunehmen, zu sagen, ja, wir geben euch Schutz in unserem Land. Aber viel, viel besser, viel, viel offensiver, viel, viel produktiver wäre Flüchtlingsvermeidungspolitik in der Form, dass wir sichere Verhältnisse, stabile Verhältnisse, Frieden schaffen in diesen Ländern. Und damit heißt es für uns als Kampagneaktion Aufschrei, stopp den Waffenhandel, ein Verbot, ein grundsätzliches Verbot von Waffenexporten als Beihilfe dazu, dass Menschen ihre Heimat nicht verlassen müssen. Danke. Also ich finde, wir haben jetzt einen ziemlich eindrucksvollen Überblick bekommen, wie deutsche Rüstungsfirmen mit der Legitimation und der Bewilligung der Bundesregierung am Export von Rüstungsgütern weltweit verdienen. Du hast eindrücklich dargestellt, warum gerade Kleinwaffen dabei die Massenvernichtungswaffen überhaupt sind, die zu Tod, zu Verstümmelung, zu Leid und zuletzt irgendwie zur Flucht führen. Und insofern die politischen Forderungen nochmal von euch beiden, Grenzen auch für politische Flüchtlinge, keine Kleinwaffenexporte und keine Exporte von Waffenfabriken. Ich würde das jetzt erstmal an dieser Stelle so stehen lassen und mal den Raum öffnen für Ihre, eure Fragen an die Referenten. Das ist natürlich spannend. Also die SPD hat die Frage Frieden oder Arbeitsplätze immer eindeutig beantwortet, Arbeitsplätze. Und wir als Linke haben uns jetzt vorgenommen, die Frage auch eindeutig zu beantworten, Frieden und Arbeitsplätze. So, ja, das ist so, das muss man einfach mal die Traute haben, das auch zu sagen.
Jetzt, wenn wir insgesamt über Rüstung reden, die Rüstungsindustrie ist immer jahrelang, jahrzehntelang mit der Zahl rumgelaufen. 80.000 Menschen arbeiten in Deutschland in der Rüstungsindustrie. Exportquote ungefähr die Hälfte. Wir wissen es nicht, 40, 50, 60, 70%. Also sagen wir mal, die Hälfte der Arbeitsplätze wären Rüstungsexporte. Das wären 40.000. Das ist im Bereich der Schleckerfrauen von der Anzahl her. So. Das ist, wenn wir alle Rüstungsexporte einstellen würden. Ich blende das jetzt aber mal aus. Das, was ich eben gesagt habe, ist, mein Nahziel für diese Legislaturperiode in den nächsten 3 Jahren ist Verbot von Kleinwaffenexporten und Waffenfabrikexporten. Da reden wir in ganz Deutschland über eine Zahl von grob geschätzt 500, 600 Arbeitsplätzen. Ich sage mal die Hälfte der Heckler- und Koch-Arbeitsplätze plus ein paar andere, die Panzerfäuste herstellen. So, 500, 600 Arbeitsplätze, da kann man jetzt sagen, volkswirtschaftlich völlig irrelevant, das machen wir einfach zu und fertig ist. Ich würde mir das als Linker nicht ganz so einfach machen. Ich war in Oberndorf, die halbe Stadt hängt, lebt von Heckler und Koch und die andere Hälfte wahrscheinlich auch von Heckler und Koch. Die haben alle ihr kleines Häuschen da gebaut und natürlich finden die in Baden-Württemberg 100 Kilometer weiter auch einen qualifizierten Job. Aber trotzdem ist das natürlich für so Leute, die da gerade ihre kleine Familie gegründet haben, erstmal die Situation, die scheiße ist und die natürlich überhaupt keine Lust da haben, jetzt entlassen zu werden. Und deswegen sage ich als Linker, unser Ziel muss nicht sein, diese Rüstungsschmieden zu schließen. Unser Ziel muss sein, dass die was Vernünftiges produzieren. Das ist ja das, was wir unter Konversion verstehen, also Schwerter zu Flugscharen oder Panzer zu Plüschtieren. Da gibt es bis jetzt einige Erfahrungen aus den 80er Jahren. Da ist relativ viel gelaufen, weil nämlich die Gewerkschaften damals mit den Belegschaften in Rüstungsindustrien überlegt haben, was können wir hier eigentlich anderes produzieren. Das war die Hochzeit der Friedensbewegung, da gab es in vielen Betrieben solche Bewegungen. Ich komme selbst aus Hamburg, Blohm und Voss, die haben dann überlegt, sie können zum Beispiel Blockheizkraftwerk bauen, statt Kriegsschiffe, haben das auch richtig aufgebaut. Das läuft bis heute noch, das Blockheizkraftwerk da. Also es gibt Möglichkeiten, das ist aber nicht einfach, da muss man sich auch keine Illusionen machen. Die einfache Antwort ist immer zu sagen, Heckler und Koch, wer derartige Präzisionsgewehre herstellen kann, der kann auch Präzisionsmedizininstrumente herstellen. Können sie auch. Sie müssen sie aber auch noch verkauft kriegen. So, und da fängt sozusagen, da liegt der Hase im Pfeffer und im Detail wird es schwierig. Und deswegen sagen wir auch, wir finden eigentlich, dass die Bundesregierung eine Konversionsunterstützung geben muss. Nicht im Sinne von Geld, sondern im Sinne von Forschung. Wir brauchen Expertise. In Hamburg haben wir zum Beispiel die Bundeswehruniversität. Ich würde mir so sehr wünschen, dass die zu einer Konversionsuniversität wird. Dass wir da fachliche Expertise haben, technische, Marketing und so weiter, um diesen Rüstungsfirmen sozusagen dabei überzuhelfen. Dann wird es immer noch welche geben, die schaffen das nicht, die scheitern mit ihren Ersatzprodukten und dann wird es da Entlassung geben. Das ist der Preis, den man am Ende bezahlen muss, wenn man sozusagen nicht mehr den Krieg in der Welt fördern muss. Aber ich finde, wenn man das intensiv angeht, wenn man diese Konversionsprogramme jetzt anfängt zu diskutieren, und die gute Nachricht ist, auch die IG Metall hat in diesem Frühjahr ihren ersten Kongress jetzt über Konversion in Rüstungsindustrie. Also es fängt wieder ein Umdenken an. Und wenn wir das richtig machen, dann wird man, glaube ich, relativ viel hinkriegen, dass man eben wenig Arbeitsplätze verliert, die Arbeitsplätze behält und trotzdem friedlicher produziert. Also das ist meine Antwort darauf. Und wie gesagt, bei dieser kurzfristigen Forderung, wir reden über ein paar hundert Arbeitsplätze. Das finde ich echt ertraglich. Ich will noch auf den zweiten Punkt eingehen. Wenn wir nicht liefern, liefern die anderen. Das stimmt. Da dürfen wir uns doch nicht in die Taschen lügen. Wenn Deutschland morgen ein Kleinwaffenexportverbot entscheiden würde, dann würden natürlich die Kunden sofort in Belgien einkaufen. Da dürfen wir uns überhaupt keine Illusion machen. Worum es doch geht, ist, dass Belgien dann in 5 Jahren nachzieht. Es geht uns darum, doch eine internationale Norm zu setzen, dass es irgendwann geächtet ist, solche Kleinwaffen zu verkaufen, weil das Massenvernichtungswaffen sind. Und das ist keine Illusion und keine Träumerei, das ist uns bei den Landminen doch gelungen. Das ist uns doch bei den Streubomben gelungen. Vor 15 Jahren war das völlig normal, dass in jedem Krieg dieser Welt Streubomben eingesetzt werden. Als jetzt vor 3 Jahren mal im Krieg hier Thailand-Kambodscha die Thailänder Streumunition eingesetzt haben, da war das Titelseite, und nicht nur in Deutschland, auf der ganzen Welt war es Titelseite Skandal, Thailand setzt Streumunition ein. Nicht, weil das da verboten ist, die waren gar nicht Mitglied, das durften die. Und viele Länder sind bis heute nicht Mitglied beim Streumunitionverbot. Aber das ist die internationale Norm ist gesetzt. Und das ist uns gelungen bei den Landminen, das ist uns gelungen bei der Streumunition. Und ich will, dass uns das auch bei den Kleinwaffenexporten gelingt. Und ich bin mir ganz sicher, wenn Deutschland das macht, dauert das keine 5 Jahre. Und die meisten europäischen Länder werden auch ein Kleinwaffenexportverbot verhängen. Und dann werden sie natürlich noch versuchen, in Russland einzukaufen und in Amiland und in China. Und ich sage euch, so wie bei der Streumunition, werden wir da eine Ächtung hinbekommen, die es irgendwann immer schwerer und noch schwerer und noch schwerer macht, an diese Kleinwaffen ranzukommen. Und genau das wollen wir doch. Ja.
Aber es gibt ein Positivbeispiel, und da sind wir mit einer Einschränkung, nämlich Belgien, dabei, dass wir sagen, es könnte auch anders laufen. Es muss nicht anders laufen, und in der Regel hast du ja recht, es läuft in der Regel nicht anders. Aber Nepal, das Bürgerkriegsland Nepal, wollte 63.000 G36 Gewehre, eine immens hohe Zahl. Dann hat man Testwaffen geliefert nach Nepal. Zwei Testwaffen an den Königssohn, die Pendra, der hat damit seinen Vater und die Königsfamilie, also mehrere Mitglieder der Königsfamilie, erschossen. Also so traurig dieser Umstand ist, so gut war er für uns in der Rüstungsexportbewegung oder Anti-Rüstungsexportbewegung, weil dann selbst die Bundesregierung damals gesagt hat, na dann können wir ja nicht die 63.000 Waffen liefern, G36 Gewehre. Und jetzt kommt der Clou, weder China, noch Frankreich, noch Großbritannien, noch Russland, noch die USA haben diese Gewehre geliefert. Also es muss nicht automatisch so sein. Die einzige Einschränkung, deswegen war dein Beispiel gar nicht schlecht von vorher, war, dass die Belgier 5.000 Gewehre geliefert haben, aber einen riesen Ärger gekriegt haben, auch mit der EU, weil das EU-Recht damals verletzt war. Aber es ist nicht automatisch so, wenn die anderen nicht liefern, dann liefern wir oder umgekehrt. Wenn wir sagen, wir Deutschen, wir machen es nicht, dann liefern die anderen. Es gibt Beispiele, wo es nicht so ist. Die zweite große Lüge ist ja diese Arbeitsplatzlüge. Also die Zahl von 100.000 oder 50.000 oder 40.000, egal wie wir sie nehmen, es ist keine Schlüsselindustrie. Schlüsselindustrie wären regenerative Energiequellen. Die schaffen Jahr für Jahr mehr als 300.000 neue Arbeitsplätze in Deutschland. Und das ist positive Arbeitsplatzsicherung und Arbeitsplatzschaffung im Vergleich zu dieser destruktiven Arbeitsplatzschaffung in der Rüstungsindustrie. Und das dritte ist so ein klassisches Oberndorfer Modell. Du wirst es kennen, Alexander. Eine Waffe ist neutral. Man kann auch mit einer Gabel jemanden töten. Ja, da sage ich, es ist halt wahnsinnig schwierig, 40.000 Kurden zu ergabeln. Ja, Entschuldigung, das Argument ist schwachsinnig und die Antwort ist schwachsinnig. Aber was ich damit sagen will, ist, man nehme sich ein G3-Gewehr, das hat Einzelfeuer, Dreischussfeuer und Dauerfeuer. Und wenn man auf Dauerfeuer stellt und macht, dann liegen da irgendwie 10, 20, 50 Leute getötet vor einem und vielleicht noch mal ein paar mehr verstümmelt und verkrüppelt zeitlebens. Eine Waffe ist optimal geeignet zur Liquidierung von Weichzielen oder Titel der heutigen Veranstaltung Waffen töten. Und deswegen ist es eben nicht egal, ob man eine Gabel nimmt oder. Die Massenvernichtungswaffe, das haben wir gesagt, Nummer eins in Afrika, auch weltweit ist das Gewehr. Und daraus die Forderung abzuleiten, Konversion, das ist natürlich vollkommen richtig, das ist gar keine Frage. Ich habe 1991, das ist ja nun lange her, der Pressesprecherin von Heckler & Koch so ein mehrseitiges Konzept in die Hand gegeben, persönlich übergeben und gesagt, hier sieht das Konversionsmodell aus für Heckler & Koch. Man könnte, kam auch im medizintechnischen Bereich rein, man könnte Folgendes mit dem Know-how produzieren, wenn der Wille da wäre. Sie hat gefühlt 15 Sekunden draufgeschaut, mich angegrinst und gesagt, ja, bei Gresslin, da verdienen wir nicht so viel. Und das ist genau dieser Punkt. Es gibt keinen Druck auf diese Rüstungsindustrie zur Konversion. Wir wünschen uns diesen politischen Druck einer Bundesregierung, die sagt, wir machen das nicht mit. Outen möchte ich mich bei der Frage der Drohnenkriege. Also in diesem Raum sich zu outen, ist ein bisschen schwierig. Ich bin Kapitalist. Ich bin sogar Großkapitalist. Ich besitze nämlich 3 Aktien. Eine der Deutschen Bank, eine der EADS und eine der Daimler AG. Das ist total klasse. Man kann mit einer Aktie und mehreren Leuten einen Aktionärsverband gründen. Wir haben die kritischen Aktionärinnen in Daimler gegründet, wir sind 5. Paul Russmann, auch einer der Mitsprecher, ist ja da mit dabei. Und wir haben es geschafft in 20 Jahren Hauptversammlungen. Das geht immer 10 Stunden lang. Wir stellen jeden dritten, vierten Redner. Diese Vorstandsvorsitzenden und Aufsichtsräte so unglaublich zu nerven, indem wir sagen, Herr Zetscher, an Ihren Händen klebt das Blut der Toten, letztes Beispiel Libyenkrieg und diese Militärlieferung, dass die nach 20 Jahren jetzt aus der EADS ausgestiegen sind. An der Stelle kann ich nur sagen, werdet auch Kapitalisten, kauft euch Aktien, also bitte eine Aktie. Ja? Und das letzte ist der Way of Life. Henning, das ist ja nun ganz richtig. Diese Lebensstandardsicherung ist ja auch ein Teil dieses Systems. Wir leben über unsere Verhältnisse in Deutschland, überhaupt in der industrialisierten Welt. Und das klappt ja nur, wenn man diese Rohstofflieferanten in Afrika und Asien und sonst wo ausbeutet und die Regime, diese naja, menschenverachtenden Regime, menschenrechtsverletzenden Regime an der Macht hält. Und genauso dazu dient dieses Instrument der Waffenexporte. Wenn wir dieses Waffenexportinstrument nehmen, und das ist nicht nur auf Deutschland beschränkt, sondern international, dann ist das auch ein Teil dessen, dass wir sagen wollen, wir wollen eine friedlichere und gerechtere Welt. Ja, und das schaffen wir dadurch, dass wir nicht diese Regime an der Macht halten, die uns zwar die Rohstoffe liefern, aber die Menschen ausbeuten in ihren Ländern und die Menschenrechte missachten. Also Waffenexporte einzuschränken und zu verhindern, ist für mich ein ganz entscheidender Punkt, auch für mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt zu setzen.
Und der letzte Punkt, ich erinnere mich, 1984 bin ich in Oberndorf angekommen, als Junglehrer damals, da hat sich ein Spiegel-Redakteur dafür interessiert, gesagt, hier, Sie bauen jetzt eine Friedensbewegung auf oder machen mit in der Friedensbewegung, was haben Sie für Ziele? Da habe ich damals 3 Ziele genannt. Die Kleinwaffen zu verbieten, das klingt unglaublich, wenn man ins Jahr 1984 geht. Die Drohnen, die Streumunition zu verbieten und die Landminen zu verbieten. Ich würde heute einen 4. Punkt anfügen, diese Drohnen zu verbieten. Das ist unglaublich wichtig. Ich war auf der EADS-Hauptversammlung in Amsterdam, bin ja auch Aktionär der EADS. Ja, da sagen die auf diesem Podium oben, wir haben 2 lukrative Ziele. Das eine haben wir noch gar nicht angesprochen, obwohl du es ja gesehen hast. Die haben einen 8000 Kilometer langen Grenzsicherungszaun rum um Saudi-Arabien gebaut. Warum? Flüchtlingsabwehr, also Abwehr der Flüchtlinge von außen und innere Stabilisierung des Regimes, weil man macht jedem Menschen der Demokratiebewegung auf den Straßen von Riad klar, Efmel, kriegen wir dich in Riad und wenn wir es nicht kriegen, dann kriegen wir dich am Grenzsicherungszaun. Und diese Grenzsicherungszäune sollen jetzt gebaut werden, in Libyen, in Algerien. Und wenn man sich den Maghreb, den Norden Afrikas vorsteckt, Marokko, Algerien, Libyen, Tunesien, Ägypten, und weiß, dass in wenigen Jahren diese Grenzsicherungszäune an der Südgrenze all dieser Staaten dicht sein werden, dann haben wir dieses sogenannte Lampedusa-Problem bald gelöst. Dann werden nämlich die Flüchtlinge das Mittelmeer nicht mehr erreichen. Sie werden Europa schon gar nicht erreichen, sondern sie werden verenden am Süden dieser Maghreb-Zone und kommen dann gar nicht zu uns. Das hat aber nichts mit humaner Politik zu tun, das hat nichts mit Flüchtlingshilfe zu tun, das hat was mit Festung Europa zu tun und Abschottung. Und ich finde, in diesen Jahren entscheidet sich jetzt, ob wir es schaffen, Rüstungsexporte zu reduzieren, den Druck auf die Rüstungsindustrie zur Konversion zu erhöhen und damit gleichzeitig auch zu sagen, Leute, es ist nicht schlimm, wenn Menschen nach Europa kommen. Ganz im Gegenteil, ihr seid willkommen, ihr seid Flüchtlinge. Solange ihr hier seid, seid ihr herzlich willkommen. Und glaubt mir, ich habe jahrelang Flüchtlingsarbeit gemacht. Ich komme aus der Flüchtlingsbewegung. Die Menschen bleiben gar nicht in Deutschland. Die wollen zurück in ihr Heimatland und wollen dort wieder beim Wiederaufbau helfen. Und humane Flüchtlingspolitik heißt auch Rüstungsexport-Stopp-Politik. Gut, ich fange mal vorne an bei der Frage UN-Debatte über Herstellungsverbot. Ja, da muss man mal realistisch sein. Die UN besteht aus den Mitgliedstaaten, 194 glaube ich im Moment. Und jeder einzelne dieser Mitgliedstaaten, da spielen Umweltfragen und andere Fragen völlig untergeordnete Rolle. Das Oberste, das Alleroberste für jede dieser Staaten ist erstmal das Sicherheitsprinzip. Und zur Sicherheit gehört für sie meistens eine Armee, gehört eine eigene Bewaffnung und so weiter. Und da wollen sie sich schon mal gar nicht reinreden lassen. Deswegen ist jede Debatte um Waffen, um Abrüstung und so weiter extrem schwer auf der UN-Ebene. Jetzt gab es 10 Jahre lang eine sehr erfolgreiche Kampagne von Oxfam, Amnesty und anderen für einen weltweiten Waffenhandelsvertrag, den ATT, Arms Trade Treaty. Der ist jetzt auch verabschiedet worden, ich sage auch erfolgreich verabschiedet worden, obwohl, wenn man sich den anguckt, durch diesen ATT nicht ein einziger Waffenhandel, nicht ein einziger Waffenverkauf eingeschränkt wird. Gar nichts, weil da ist natürlich das Level so abgesenkt worden, dass alle zustimmen konnten, das, was sie nicht tun, ne, aber theoretisch können sie zustimmen, weil niemand wird im Waffenkauf und Verkauf eingeschränkt, weil da würden denn die Länder sowieso nicht zustimmen. Ich finde den trotzdem richtig und sinnvoll, weil ich ja davon rede, irgendwann muss ein Land vorpreschen und das soll Deutschland sein und das soll eine internationale Norm setzen und das ist außerordentlich hilfreich. Sowas wie ein existierendes internationales Rahmenwerk für den ATT zu haben. Und der muss dann verändert und verbessert und verschärft werden. Aber es ist wirklich jede Debatte auf UN-Ebene ganz, ganz schwierig. Ich will das mal am Beispiel machen, Waffenproduktion. Bei den Drohnen ist ja unsere Forderung, dass es eine weltweite Ächtung von Kampfdrohnen geben muss. Ich halte das für ganz, ganz schwer durchsetzbar, weil schon zu viele Länder das Zeug haben. Und die führen damit Krieg. Und das ist für die Amerikaner unvorstellbar, dass sie auf diese Drohnen verzichten. Und das ist, glaube ich, auch für die jetzige Bundesregierung unvorstellbar, auf Kampfdrohnen zu verzichten. Die wollen das haben. Die wollen diese Art der Kriegsführung haben. Und die werden sich niemals irgendwo in Genf oder New York hinsetzen und ein Drohnenverbot verhandeln, wenn ihre eigenen Militärs im Moment sagen, das ist für uns das Nonplusultra der Waffe. Wir können gerne andere Sachen verbieten, die wir nicht so wichtig finden, die wir nicht brauchen. Auf Landminen konnten sie irgendwann auch verzichten, aber auf die Drohnen, das wird schon ganz, ganz schwierig. Deswegen sehe ich die UN momentan hier nicht als positive und treibende Kraft, weil die UN ist nicht die UN. Die UN sind 194 Mitgliedstaaten, die alle ihre Armeen, alle ihre Waffen haben wollen. Und auch der ATT zeigt eigentlich, wie schwierig diese ganze Debatte da überhaupt ist.
Und insofern gibt es da auch im Moment überhaupt kein Bündnis von Ländern, so wie damals bei den Landminen zum Beispiel. Das fing ja mit einzelnen Ländern an, die rausgebrochen sind. Da sind wir noch überhaupt gar nicht. Also es muss erstmal ein Land anfangen und das muss Deutschland sein. Und damit komme ich auf das, was Sie gesagt haben. Erstmal die Frage der, wieso Kleinwaffen und nicht Panzer? Also ich möchte, dass alle Rüstungsexporte verboten werden, Punkt. Eine Untergruppe davon ist, dass erstmal alle Kriegswaffen verboten werden. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte die Kleinwaffen verbieten, dann ist das für mich der erste Schritt. Und ich finde das sehr, sehr sinnvoll. Das geht auch auf die andere Frage von da hinten ein, wie wir jetzt eigentlich politisch agieren. Ich möchte mir ein Ziel stecken, was ich praktisch durchsetzen kann. Es ist eine völlig richtige Parole, das sage ich in jeder meiner Reden im Bundestag. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Deutschland keine Waffen mehr exportieren sollte. Punkt. Ohne jede Ausnahme. Aber ich weiß, dass ich ein absolutes und allumfassendes Waffenexportverbot nicht in den nächsten 3 Jahren durchsetze. Aber ich möchte, dass wir den Durchbruch schaffen. Dass wir es einmal schaffen, dass ein Verbot überhaupt beschlossen wird, weil im Moment ist alles erlaubt. Es gibt eine Einzelfallentscheidung, praktisch jede Waffe kann in jedes Land geliefert werden. Ich möchte einmal das Prinzip Verbot durchsetzen. Und wenn wir das Verbot Waffenfabriken haben oder das Verbot Kleinwaffen, dann sind das alles nur noch graduelle Schritte, bis wir auch den Panzerexportverbot haben, den Mörserexportverbot haben und so weiter. Und dann kommen die Rüstungsgüter auch noch dran. Aber das ist für mich sozusagen das kurzfristige Ziel, was ich jetzt durchsetzen will. Und da komme ich nochmal auf die Bewegung. Ich hatte tatsächlich vor 4 Jahren, als ich angefangen habe, auch die gedacht, dieses Thema Waffenexporte könnte so ein Mobilisierungspunkt für die Friedensbewegung wieder werden. Die Friedensbewegung ist ja, wenn wir realistisch sind und man die eigene Nase fassen, im Moment recht schwach. Und es sind recht wenige Menschen. Es gibt in jedem Ort, wo ich in den letzten Jahren unterwegs war, gibt es eine Friedensgruppe, die ist unheimlich aktiv vor Ort. Aber wir haben eben nicht die Mobilisierung. Selbst bei einem halben Jahr Mobilisierung für eine bundesweite Afghanistan-Demo in Berlin kriegen wir 3.000 Leute zusammen. Das ist momentan die Stärke der Friedensbewegung. Und ich dachte, diese Waffenexporte könnten ein Kristallisationspunkt werden, wo es plötzlich nicht mehr nur 3.000, sondern irgendwann auch mal 10.000, 20.000 sind, die da wieder auf die Straße gehen, weil das, ja, allen brennt es auf der Seele, alle finden es falsch, egal welcher politischer Couleur, und man kann da auch was verändern. So. Das ist aber nicht passiert in den letzten 3-4 Jahren. Wir haben diese Mobilisierungskraft bis jetzt nicht gehabt. Ich war bei der Rheinmetall-Blockade dabei in Düsseldorf, ich war hier am Brandenburger Tor mit dabei, ich war heute Morgen mit dabei. Das sind immer 50 bis 100 Menschen, das sind auch total gute Aktionen, ich finde sie auch total wichtig. Aber ich glaube, wir werden es auch in den nächsten 1-2 Jahren nicht schaffen, da eine wirkliche Massenmobilisierung im Sinne von Zehntausenden hinzubekommen. Und deswegen ist mein politischer Ansatz im Moment zu sagen, ein klassischer Fall von Greenpeace-Kampagne oder klassischer Fall von Mediendemokratie, wir setzen die regierenden Parteien über immer weiter fortgeführte Skandale unter Druck. Das gelingt uns in den letzten Jahren ganz hervorragend. Also du mit deinen Klagen und die Skandale in Mexiko und Heckler und Koch, ich mit Syrien und anderen Geschichten, und viele von uns arbeiten an diesem Skandal. Und das funktioniert ja auch. Das fängt ja nicht umsonst an zu wanken innerhalb der SPD. Die Grünen haben den ersten Schritt gemacht, ein Waffenfabrik-Exportverbot zu beschließen. Da waren sie vor 2 Jahren auch noch nicht. Und das ist mein Ansatz im Moment, zu versuchen, sozusagen immer wieder über Mediendruck diese Regierung unter Druck zu setzen. Ein anderer Weg ist, wie setze ich die Sozialdemokraten unter Druck über die Gewerkschaften, wie setze ich die Christdemokraten unter Druck über die Kirchen, das heißt über all die Punkte, wo ich hier in Berlin die Entscheider direkt treffe und irgendwann sie tatsächlich so weit habe, dass sie sagen, okay, reicht nicht mehr nur über Transparenz zu reden, wir müssen jetzt auch ein Verbot beschließen. Ich glaube, das können wir hinkriegen. Das ist aber nicht das Verbot aller Rüstungsgüter, sondern das ist erstmal das Verbot von einzelnen, klar definierten Bauteilen. Und deswegen rede ich im Moment hauptsächlich über Kleinwaffenexporte und Waffenfabriken, weil, ich sage mal ganz deutlich, da hängen auch die meisten Toten dran. Und deswegen möchte ich das zuerst durchsetzen. Das ist mein Ansatzpunkt dabei. Also Regierung... Ich wollte noch eins sagen, nochmal mit den Arbeitsplätzen. Das war mir ganz wichtig, mit den Arbeitsplätzen. Das ist völlig richtig. Aber trotzdem kann ich nicht einfach sagen, das sind ja nur 5.000 oder nur 40.000 oder so Arbeitsplätze. Jedes einzelne Schicksal ist ein Mensch. Also ich war mit meinem Vortrag am Bodensee unterwegs. Da sind linke Mitglieder, die arbeiten in dieser Industrie und die sagen, na, dann bin ich arbeitslos. Dann sage ich auch, dann ist das am Ende so, aber lass uns das versuchen, das besser hinzukriegen. Ich war in Mecklenburg-Vorpommern unterwegs, da wurde jetzt diese Patrouillenboote für Saudi-Arabien gebaut werden. Die Linken verteilen vor den Werften dort Flugblätter gegen Waffenexport und gegen den Patrouillenbootexport, wohl wissend, dass die Werft dann dicht macht.
das ist das einzige Produkt, was sie im Moment produzieren. Das heißt, wir stellen uns dieser Konfrontation und wir sagen, deswegen weichen deswegen nicht unsere Forderungen auf. Im Gegenteil, wir bleiben an den Standorten, ich war in Ingolstadt, wo der Eurofighter zusammengeschraubt wird und so, an den Standorten mobilisieren wir gegen Waffenexporte, kriegen extrem Gegenwind, aber fangen an, mit den Gewerkschaften zu arbeiten, mit den Belegschaften zu arbeiten und zu sagen, wir wollen, dass sie aufhört, diesen Scheiß zu produzieren. Wir wollen euch aber nicht dicht machen, sondern wir wollen mit euch gemeinsam gucken, was anderes geht. Wir können nicht einfach nur die Zahl 40.000 nehmen. Ich fand das grauenvoll, was mit den Schleckerfrauen passiert worden ist. Die sind einfach alle 30.000 entlassen worden. Keiner hat sich um sie gekümmert. Das finde ich falsch. Und genauso will ich mich eigentlich auch um die in Wolgast auf der Werft und beim Eurofighter bei Ingolstadt, in Manching und so weiter kümmern, dass sie eben Sinnvolles produzieren. Also das ist eben genau der Unterschied. Die SPD hat am Ende immer Frieden hinten runterfallen lassen, Arbeitsplätze haben nur gezählt. Und ich möchte das als Linke nicht und ich finde, das machen wir als Partei im Moment sehr gut. Obwohl das richtig wehtut, in Wolgast vor der Werft Flugblätter gegen Waffenexporte zu verteilen. Also das ist nicht einfach. Da habe ich auch hohen Respekt vor den Genossinnen und Genossen. Und ehrenwerterweise unterscheidet das euch von der IG Metall. Und ich sage das jetzt mit richtigen Bauchgrimmen, weil ich bin Gewerkschafter. Ich bin bei zwei Gewerkschaften des DGB Mitglied. Die IG Metall war diejenige Organisation, die am Bodensee und bei den Werften für die Fortsetzung von Rüstungsprojekten gestimmt hat und ganz laut aufgeschrien hat, als ein Drohnenprojekt am Bodensee eingestellt werden sollte und Kriegsschiffsproduktion in Norddeutschland eingestellt werden sollte. Da hat die IG, also seitens der Bundesregierung Beschaffung weniger kommen sollte, da hat die IG Metall gesagt, wir müssen mehr Waffenproduktion haben, mehr Bestellungen haben. Also da ist die Linke dann mutig und zu sagen, wir stellen uns dieser Frage im Wissen, dass es Wählerstimmen kosten kann. Das ist ja dann nachher auch so. Auf der anderen Seite muss man auch sehen, es bringt auch Wählerstimmen. Aber das, glaube ich, darf nicht das entscheidende Argument sein. Das entscheidende Argument muss sein, dass wir eine sinnvolle, ethisch, moralisch verantwortungsvolle Politik machen. Ja, ich würde euch einfach noch ein bisschen Mut machen wollen. Wir haben euch wahrscheinlich unheimlich genervt und das liegt im Tatbestand damit, dass wir euch üble Dinge sagen müssen und üble Dinge verbreiten müssen. Und ich möchte euch aber so nicht nach Hause schicken. Ich würde euch gerne mit diesem Mut, dieser Aufschreikampagne nach Hause schicken, dass Solidarität im Bündnis, Solidarität in der Bewegung, Solidarität bei gemeinsamen Aktionen richtig viel bewirkt. Also wenn die heutige Aktion, wenn andere Aktionen von irgendeiner eigenen Organisation, also bei mir der Deutschen Friedensgesellschaft, bei Pax Christi, mit Christine und durchgeführt werden würde, wir schaffen es nicht. Wir müssen als Netzwerk arbeiten, gemeinsam auftreten. Deswegen ist es unglaublich wichtig, dass ihr mitmacht bei diesen Organisationen. Schaut, ob eure Organisation, ihr sitzt ja da ganz häufig als Mitglied einer anderen Organisation, Mitglied werden kann bei der Aufschreikampagne. Und es klingt so selbstverständlich, wenn die erste Zeile heißt, informieren Sie Ihre Freunde, Ihre Bekannte über Rüstungsexport. Wer von den Menschen auf der Straße weiß, dass Mercedes ein führender Anbieter und Verkäufer von Militärfahrzeugen ist? Wenn man das die Leute fragt, die wissen das nicht. Ja? Und deswegen ist Aufklärung ganz wichtig. Das nächste wäre, spenden Sie. Das klingt auch ganz selbstverständlich, ist es aber nicht. Also wir haben als Friedensorganisation immer das Problem, dass wir unsere Aktionen finanzieren müssen, durchführen müssen. Ganz viele Menschen sagen, ich kann nicht selber aktiv werden, aber ich kann es finanziell unterstützen. Der nächste Punkt ist die Strafanzeigen. Wir haben es jetzt mal angedeutet, aber ich habe letzte Woche jetzt im Namen der Aufschreikampagne haben wir gestellt eine Strafanzeige gegen Karl Walter, Firma in Ulm. Die hat offensichtlich illegal Pistolen geliefert in das Bürgerkriegsland Kolumbien. In Kolumbien finden Exekutionen mit diesen Pistolen statt. In Kolumbien wird scheinbar illegal diese Pistole nachgebaut und weiter exportiert an andere südamerikanische Staaten. Das passiert nichts, wenn wir nicht Strafanzeige stellen. Ihr glaubt nicht, wie das ist. Es ist nicht nur ein Kampf gegen die Rüstungsindustrie. Es ist nicht nur ein Kampf gegen die Politik. Es ist auch ein Kampf gegen die Justiz, zumindest Teile der Justiz. Wir müssen diese Justiz zum Jagen tragen. Da helfen diese Strafanzeigen ganz arg. Aktionen, das nächste wäre, am 9. April hier in Berlin findet die Hauptversammlung der Daimler AG statt. Leute, wir sind so ungefähr 10, 12 Redner. 45 Reden am Tag. Das heißt, wir stellen jeden dritten, vierten Redebeitrag. Ja? Der erste kommt und sagt, die Rendite ist nicht hoch genug, Herr Zetsche, BMW und Audi ist besser. Der nächste sagt, wir brauchen eine neue Lackfarbe für unseren Mercedes. Und dann kommt einer von uns und sagt, Sie haben wieder Waffen geliefert an. Ja? An Ihren Händen klebt das Blut der Toten. Jetzt stellen wir uns mal vor, die Hälfte von euch, die da sitzt, kauft eine Daimler-Aktie und besucht uns am 9. April hier in Berlin. Ja? Was passiert da drin? Wir stellen plötzlich die Hälfte der Redner.
Und macht euch keine Sorgen. Wir werden euch die Fragen aufschreiben. Ihr braucht nur ans Mikrofon zu gehen und zu reden. Wir machen uns einen richtig schönen Tag in der Hauptversammlung. Also Leute, werdet aktiv. Mit Schnittchen. So, ich will euch noch was etwas Schwereres mit auf den Weg geben. Wir haben für dieses Schwarzbuch Waffenhandel mit Facing Finance zusammengearbeitet, sitzt hier auch in Berlin, ist eine richtig klasse Organisation. Die Frage war, welche Banken kann man überhaupt noch empfehlen, wo kann man sein Geld anlegen, welche Bank ist atomfrei und rüstungsfrei? Jetzt schaut euch das an, das Rote. Deutsche Bank ist massiv in Rüstungsproduktion und Exportunterstützung verwickelt. Die Deutsche Postbank, Commerzbank, Landesbanken, Allianz, DK, Union Invest, also auch die Volksbanken, auch die Raiffeisenbanken. Es gibt 4 Banken in Deutschland, die rüstungsfrei sind. GLS Bank, Triodos Bank, Umweltbank, Ethikbank. Ja? Also man kann auch selber handeln. Ja? Welches Auto man fährt, welche Versicherungsgesellschaft man hat, mit welcher Fluggesellschaft man fliegt. Die Lufthansa hat eine eigene Abteilung für Kriegswaffenexporte und für Luft- und für Soldatenexporte. Und Banken unterstützen Rüstungsgeschäfte. Diese rot markierten Banken unterstützen Rüstungsgeschäfte im Wert von 6 Milliarden Euro durch Anleihe und Rendite Jahr für die Rüstungsindustrie. Also mit dieser Sache will ich sagen, es muss nicht von oben kommen. Man kann auch von unten handeln. Ich erwarte diesen gesellschaftlichen Wandel nicht dadurch, dass irgendwann mal eine Regierung da ist. Das wäre ja mal spannend gewesen, haben wir gar nicht gemacht. Was passiert eigentlich, wenn die Linken in die Bundesregierung kommen? Das wäre ja mal noch eine heiße Diskussion, die müssen wir noch führen. Ja? Also was passiert mit einer Regierung? Was erwarten wir von einer Regierung? Entschuldigung, ich erwarte nach all den Erfahrungen einer Superkoalition aller Parteien, die ich schon genannt habe, von einer Regierung erstmal sehr, sehr wenig. Aber ich hoffe, dass wir diesen Wandel von unten erzwingen, dass wir diesen Druck auf die Politik so erzeugen, dass sie irgendwann wirklich sagen, wir können einfach nicht so weitermachen, wir müssen umkehren. Und da liegt ganz viel an uns umzukehren. Also Geldwechsel, Bankenwechsel, Fahrzeugwechsel und wäre ein richtiger Beitrag. Ich möchte euch jetzt heimschicken, mit diesem Mut, diesen Wandel herbeizuführen, aus dem Frust heraus, der mal ganz gut beschrieben wurde. Ich bin so wütend drüber, dass diese Opfer da sind, dass wir über Arbeitsplätze in Deutschland reden müssen, wo die Toten da sind in der dritten Welt oder in diesen Staaten, wo diese Waffen hingeliefert werden. Nehmt diese Wut mit, nehmt diesen Frust mit, aber nehmt bitte auch den Mut mit, den Wandel herbeizuführen. Vielen Dank.